Hallo liebe Leute, dieses Video wird verdammt wichtig. Um was es geht? Es geht um Gesundheit. Es gibt eine neue Studie, die von zwei Menschen gemacht wurde, die das unabhängig gemacht haben. Und diese Studie wurde unabhängig gemacht und sie ist auf den QS24-Kanal, ein Schweizer Kanal, wo sie das präsentieren, ihre Resultate. Und da geht es darum, wie sie wissenschaftlich, was auch publiziert ist, festgestellt haben, dass 5G, auch wenn entweder direkt übers Telefon oder auch wenn man in 5G-Zonen geht, was dann mittlerweile bald überall sein wird, einen Effekt auf das Gehirn und auf gewisse Prozesse im Körper hat. So, und was ich heute erklären will, ist meine Beobachtung, wie sich jetzt alles nach und nach zusammenfügt. Ich habe ja jetzt kürzlich Fasten gemacht, das erste Mal eigentlich im Leben bewusst gefastet, indem ich auch energetisch beobachtet habe, was passiert. Ich habe mit Haritaki gefastet. Erstens, für den Tag dieses Fastens sind meine Zahnschmerzen weg, aber das Ganze hängt auch mit dieser Studie zusammen. Ich werde das erklären. Sympathisches und parasympathisches Nervensystem werden ja als Pingala und Ida Nadi erkannt im Yoga-System. Also das, was du im Wissenschaftlichen als parasympathisch-sympathisch kennst, ist Ida und Pingala respektive im yogischen System. So, und dann gibt es diesen Caduceus, wo du sehen kannst, wie diese zwei Nadis, diese Energiekanäle Ida Pingala und Sushumna, wie die so hoch fließen. Ich glaube, die meisten kennen das, die ich hier in dem Kanal habe, oder zumindest, wenn du einfach Caduceus eingibst, dann kommt das sofort hoch. So, und was jetzt wichtig ist, es gibt bestimmte Dinge in dem Bericht oder in dem Beitrag, den sie schreiben, den sie vortragen, geht es ganz klar darum, dass wenn das sympathische Nervensystem vom parasympathischen sich abkoppelt, dass das einhergeht mit der Entwicklung der Krankheit im Endeffekt. Und das würde das bestätigen, was die Yogis schon ewig wissen. So, und was jetzt wichtig ist, dass ich bei mir langsam immer mehr merke, was mein Pingala positiv und was mein Pingala negativ beeinflusst, okay, oder zu sehr aufdreht. Ich nenne das wie ein CPU-Overclocking. Du machst das Ding zu heiß und dadurch verbrennt es dich von innen. Fasten, habe ich festgestellt, und das kann ich jetzt 100% bestätigen, fährt Pingala runter, weil der ganze rechte Bereich, der ganze Bereich des Dickdarms, des Magens, der Hitze, die gebraucht wird, um das Essen zu verarbeiten, Agni, dieses Verdauungsfeuer, alles das wird beruhigt. Und wenn du 2 Tage fastest, dann wird es ganz stark beruhigt und dann kann das ganze System zur Ruhe kommen. Das ist der Grund, warum es gesund ist, unter anderem. So, und was jetzt in diesem Bericht rauskam, ist, dass Elektrosmog genau das macht, was wir nicht wollen, dass es quasi uns in ständigen Aktivität in den Sympathikus schickt, dass wir gar nicht zur Entspannung kommen, dann Schlafprobleme haben und sowas. Die wollen diese Recherche noch weitermachen, um das auch auf Melatonin und etc. auszuweiten. Und ich habe dann eine Liste gemacht, wo ich festgestellt habe, was Pingala hochfährt. Hass, Wut, wenn du auf jemanden sauer bist, also wenn du quasi Vergeltung willst und so weiter. Essen, viel Essen, ständig Essen, keine Ruhe dazwischen und so weiter. Angst, Elektrosmog, viel reden, mit anderen Menschen reden, bestimmte Sprachen, habe ich ja schon erzählt, bestimmte Sprachen auch das hochfährt. Sexualität, überdrehte Sexualität. Hohes Verlangen oder Wünsche nach irgendwas. Gegen Maßnahmen, tiefe Meditation, Fasten mit Haritaki, kein Sprechen, Natur, kein Lärm, keine Leute, sanftes Essen, wenn überhaupt, das nicht viel Energie braucht, um sich zu verarbeiten, tiefen Schlaf, wenig Wünsche,
wollen. Das ist zum Beispiel dieser 120-jährige Yogi, den haben sie gefragt, wie er es schafft, dass er so alt geworden ist. Und er sagt, ich habe keine Wünsche. Und langsamer, liebevoller Sex. Und nicht so dieses aufgedrehte, lustvolle, das, ich sag mal, das einfach die Hitze zu sehr aufdreht. Und das muss im Balance sein. Deswegen sage ich ja auch, in meinen vier Säulen habe ich gesagt, das spirituelle Erwachen ist wichtig, weil sonst überdrehst du und kommst nicht in die Entspannung. Ja, und die Entspannung des Tiefschlafen ist genauso wichtig. So, und ansonsten deiner Freude und deiner Sexualität folgen ist absolut in Ordnung. Es darf nur nicht diesen Charakter haben von ich komme nicht zur Ruhe. Ja, also es muss eine tiefe zur Ruhe kommen sein, und wenn du irgendwas folgst, dann muss das mit hoher Freude passieren und nicht in einem überdrehten, verrückten Art und Weise. So. Und das ist, dieser Ausgleich ist brutal wichtig für den Körper, und das wurde mir jetzt nochmal bestätigt. Was ich nicht wusste ist, also man konnte es vermuten, aber dass es eine klare Studie dafür gibt mittlerweile, wie 5G, 4G und andere Strahlungen, wie sie Einfluss nehmen auf diesen Pingala-Ida-Prozess beziehungsweise sympathischen, parasympathischen Prozess im Körper, und wie wichtig es ist, das im Ausgleich zu haben.